Ja, hallöchen. Herzlich willkommen zur 40. Folge von DS Trucking hier im Euro Truck Simulator 2 mit TDT-Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Klaas. Ja, selbe Stelle, selbe Welle wie in der, am Ende der letzten Folge. Wir sind immer noch am Rasthof Inntal hier an der A93, kurz vor der deutsch-österreichischen Grenze, auf dem Weg nach Italien, nach Venedig. Ja, früh am Morgen. Wir starten den Tag so wie immer mit einer Abfahrtskontrolle. Ja, nebenbei kann ich euch schon mal ein bisschen so erzählen, wie es jetzt hier, wie hier so die Planung ist. Während hier alles in Ordnung ist. Und zwar fahren wir im Prinzip heute nur bis zum Kundenladen ab. Ja, der Plan sieht vor, dass wir so zu gegen 10 Uhr dort sind. 10, 11 Uhr auf jeden Fall noch vor der Mittagspause. Die machen um 12 bis 13 Uhr die Mittag. Bis dahin würde ich leer sein. Und das soll im Prinzip so unser Ziel sein. Ich habe allerdings jetzt noch keine Rückladung, aber das hat sich ja so die Erfahrung herausgestellt, dass das ja relativ zügig geht. Jetzt quetschen wir uns mal hier durch. Yes, yes, yes. Ja, und hier ist auch alles in Ordnung, dass wir dann hier irgendwo eine Rückladung kriegen. Ja, wahrscheinlich wieder hier für Deutschland, ganz allgemein sage ich jetzt mal Deutschland. So, wir haben es jetzt im Logbuch, habe ich es schon eingetragen, 2 Uhr 30 Schichtbeginn, genau. So, habe trotzdem nochmal für euch kleine Informationen. Gestriger Tag, ne, sind wir von Rasthof-Allertal losgefahren, auf der A7 war der, ja, A7, und sind im Prinzip jetzt ein bisschen runter gedüst, ja, bis Rasthof-Inntal, wo wir jetzt sind, ja, 9 Stunden Fahrzeit und 718 Kilometer, ist schon eine Ansage, ja, insgesamt hatten wir gestern 9,5 Stunden Schichtzeit, also Viertelstunde Abfahrtskontrolle und nach der Ankunft hier nochmal eine Viertelstunde, ein bisschen Reinigung gemacht hier, habe ich als Schichtzeit aufgeschrieben. Ja, waren nur 1,5 Stunden dann. Wie gesagt, Pausen machen wir ja nicht, machen wir hier auch nicht. Also heute werden wir jetzt hier langsam losfahren und uns erstmal hier rausquälen. Hinter uns ist keiner. Ja, Pausen, wie gesagt, die 45 Minuten Pause nach 4,5 Stunden Fahrzeit machen wir nicht. Aufgrund des Maßstabs hier. Wir wären ja dann nur drauf und dran hier uns irgendwelche Parkplätze zu suchen, wo wir Pause machen können. Das sind wir übrigens schon in Österreich, ne? Wer es noch nicht gemerkt hat. Hier Innsbruck steht mit dran als 12 geradeaus, ne? Geradeaus. Ach, wir müssen auch noch hier. Ist das nicht gerafft oder war das falsch ausgeschildert? Das sind noch hier ganz alte. Ganz alte Straßen, ganz alte Prefabs, alte Vorlagen von Anno Dazuma aus Truck Simulator her. Ja, wir haben wie gesagt auch noch keine Promods drauf, das ist halt schade. Ich glaube in der Promods war das hier schon überarbeitet, oder? Das war doch nicht so ein Gäfel hier.
nachdem, wenn wir dann hier in Österreich rauskommen, wieder hier nach Italien. Der Brennerpass dann, der wird dann wahrscheinlich wieder schön sein. Weil ist ja dann Italien. Wurde ja, glaube ich, auch überarbeitet. Gab es zwar schon vor dem Italien-DLC den Abschnitt, aber ich glaube, der wurde ja nochmal überarbeitet. Bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher. Na, jetzt müssen wir erstmal an Innsbruck vorbeikommen hier. Sollte aber um die Uhrzeit kein Problem sein. So, da haben wir das gestern quasi alles schön in 9 Stunden geschafft hier. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt die 10er, die ich eigentlich für den Dienstag schon ja, eigentlich eingeplant hatte. Die 10er Fahrzeit, die ist jetzt im Prinzip gerettet. Und wir haben für diese Woche immer noch 2x 10er Fahrzeiten und 2 und 3 kurze Pausen. Also wir können 3x noch die Pause auf 9 Stunden verkürzen. Ja, ah, stand Italien mit dran, ne? Die rechte Spur benutzen. Ja, hier wird's geradeaus, also das ist zweispurig, also wie eine Abfahrt. So ist es hier ausgeschildert, dass beide Spuren nach Salzburg führen. Ja, hier ist es also. Ausfahrt rechts nehmen. Ist es auch so. Es ist relativ eng hier. Wir müssen bestimmt. Wir müssen auf beide Spuren. Könntest du nicht rausziehen hier. Nur weil rechte Spur frei ist. Der ganze Verkehr hier, 4 Uhr morgens, gibt's doch gar nicht. Halten wir noch mal ein bisschen. Ein bisschen Härte zeigen. So, jetzt wird auch noch Maut fällig hier zu allen Überfluss. Wir hätten es wissen müssen. Oh. Ein bisschen verschätzt mit der Distanz. Dabei bleiben würde. Wäre es halb so wild, ne?
So, herzlich willkommen auf dem Brenner hier. Herzlich willkommen auf dem Brenner, herzlich willkommen in Italia. Telepass, Telepass haben wir. Was ist denn jetzt die Telepass? Die. Ne, die beide. Beide. Jetzt schon längst, ja, das jetzt schon vor einer halben Stunde morgen bin hier. Nee. Ach, ein 82, das reicht. So, Speed Limit 100. Ja, Speed Limit. Ha. Die Berge, was ich hier sehe, sind die Alpen, gell? Eine Burg, ein Schloss. Jetzt sehe ich es nicht mehr. So Spiegel im Weg. Da oben. Bestimmt auch irgendein bekanntes Denkmal. Der Don kennt es wieder nicht. Tunnel. Was noch nach Navi? Geschätzte Ankunftszeit 9 Uhr. Siehst du, naja, passt doch. Ich hab so um 10 gerechnet. Um 10 dort sind. Läuft's doch bei uns. Wer den Brenner Autobahn nicht kennt,
und denkt, hier sind aber ganz schöne Kurven drin. Die sind da wirklich drin. Das ist jetzt nicht übertrieben oder was hier. Also der Brenner Autobahn ist tatsächlich teilweise sehr kurvenreich. Ja. Ich würde sogar meinen, dass es wirklich solche Kurven gibt wie hier, wo der. Ja, vielleicht ist es ein bisschen extrem hier, aber. Wo du jetzt nicht unbedingt mit der vollen 80 hier oder 85 im Tempomat rumfährst. Ne? Mit dem LKW, ne? Das schlängelt sich denn so, ja. Sei mal so bis, weiß nicht mehr genau, Bozen, Bologna da irgendwo so, ne, dann geht das dann los und da wird es dann wieder normal, also so wie man es halt von unseren Autobahnen auch kennt. Ja. Wo du, sag ich mal, Kurven hast, die du alle bequem mit 100, 120 nehmen kannst, wenn du überhaupt Kurven hast. Beim Brenner ist es allerdings, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das haben sie hier gar nicht mit drin. Da ist auch teilweise 60 für LKWs. Ne? Jetzt wisst ihr, was Lago di Garda ist. Wir fahren weiter. Müssen wir jetzt links bleiben? Nee, bleibt nicht. Das war in Italien wieder dieses Heckmeck hier, das war. Genau, wenn du solche Pfeile hier auf der Spur hast, dann hast du eine Ausfahrt. Auch wenn laut Beschilderung nur eine Spur. Zu deinem Ziel führt, wo du hin willst. Achso, und ganz wichtig. Ist bei uns jetzt relativ. Ja, wenn ich sage, uninteressant aus, hat sich jetzt sowieso bei uns so ergeben, weil wir nachts losgefahren sind. Italien. Außerorts grundsätzlich Lichtpflicht. Außerorts immer mit Licht fahren. Das ist so, ich sage jetzt mal so, das trockene Gesetz. Das können wir jetzt mal wieder Kit geben hier. Aber es gibt wohl auch schon laut diversen Automobilclubs so die ja, das ungeschriebene Gesetz, dass auch das Tagfahrlicht toleriert wird in Italien. So, da aber unser DAF hier kein Tagfahrlicht hat, müssen wir das eben, was wir jetzt hier haben, das Abblendlicht anlassen. Verona Süd. Das ist jetzt die Spur benutzen. Oh Gott, sagen, das ist das Autobahnkreuz ohne Namen. Die rechte Spur benutzen. Wenn wir nur 60 fahren dürfen, dann fahren wir natürlich nur 60, ne? Da sind wir ja korrekt. Hui. Jetzt weißt du aber warum.
Nee, es wird eine Abfahrt. Sieht zwar jetzt so aus, als müsste man jetzt, als würde die Spur nach Verona Süd führen, aber nee, es wird eine Abfahrt. Ja, weil hast da diesen Pfeil hier. Wenn der nicht ist, dann musst du die Spur wechseln. Ja, ihr seht es jetzt, also jetzt sind wir ja gerade an Verona vorbei, ne? Schöne Autobahn wieder hier. Ne? Ganz entspanntes Fahren. Achso, letzte Folge habe ich auch was gesagt wegen Tanken. Ja, jetzt habt ihr ja nun sicherlich gemerkt, dass wir auf dem Hinweg nicht in Österreich getankt haben, sondern dass wir das dann, dass wir jetzt quasi Risiko eingehen und sagen, fahren dann auf dem Rückweg in Österreich tanken. Und wenn alle Strecke reist, tanken wir halt wieder in Deutschland. Ja, habe ich mir so überlegt zwischen den Aufnahmen. Der Unterschied war nicht groß. Ja, das waren 2-3 Cent hier. Das ist zwar schön, wenn man die sparen kann, aber es gibt jetzt auch Schlimmeres, wenn wir jetzt doch in Deutschland tanken müssen. Zumindest war das beim letzten Mal so. Letzte Woche alles so, ne? Da haben wir einen Obsteig getankt. Ne, Reute, nicht in Obsteig. In Reute haben wir da getankt. Und haben festgestellt, dass es nur 3 Cent waren. Das könnte jetzt natürlich wieder anders aussehen. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, aber. Ich denke mal. Wenn man ins BKW fährt, der nicht rüberfährt, bringt das natürlich nicht viel. Haltestation. Latten. Was ich auch noch cool finden würde. Wir müssen jetzt hier runter übrigens. Was ich auch noch cool finden würde. Wenn du hier, was wir jetzt hier gemacht haben zum Beispiel. Das ist ja, also du brauchst ja ein entsprechendes Mautgerät, ne? Ansonsten musst du halt an die Schalter fahren, wo du hier bezahlen musst. Löst du so ein die Ticket hier? Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Löst du so ein Ticket hier? Das gibst du dann bei dem Onkel da drinnen ab hier oder es wird eingescannt automatisch, Ausfahrt wie auch rechts immer. Nehmen. Und dann musst du halt bar bezahlen so. Oder du machst das halt hier mit so einem Kasten. Hast du so einen Kasten drin? Musst du halt so einen Mautgerätskasten hier reinhängen und dann kannst du das so machen, wie wir es gerade gemacht haben. Das würde ich eben cool finden, wenn du im Truck-Tuning-Shop dir hier im Interieur tatsächlich so einen Kasten kaufen müsstest, damit das überhaupt funktioniert. Das fände ich nicht schlecht. Ich meine, es gibt zwar als Dekoration diese Mautgeräte hier, die du in die Frontscheibe einbauen kannst, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur Dekoration, mehr oder weniger. Die haben ja keine Bewandtnis. Könntest du mir sagen, was ist der Bus hier mit 35 über die Landstraße fährt, wo 70 die ist? Die rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Da
kriegst du ja, da kriegst du ja ein zu viel. Sonst können sie aber nicht schnell genug gehen bei den Italienern. Sonst können sie nicht schnell genug gehen und dann... Oh, wo kommt der Pirelli-Trailer her? So. Herzlich willkommen hier in Venedig. Die rechte Spur benutzen. Die Stadt der Liebe. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Die Stadt der Liebe, oder nee, das war ja Paris, ne? Jetzt stehen wir erstmal auf dem Zebrastreifen hier, akkurat. Eins, zwei, drei. Die Ausfahrt nehmen. Wow. Sollen wir da hoffen hier, oder was? Hier links, das ist die Bude. Du hast das Ziel erreicht. Richtig, Püppchen, das ist wirklich richtig erkannt. So, hier geht's rein. Moin. So, 9.45 Uhr, ja, Ankunftszeit, sind wir uns da einig. Tante im Hänger. Wo bist du denn her? Wo muss hier in das einzelne durchstehen? Ja, komm, wir stellen sie das durch hier, das Grüne. Dahin. Oh, so. So, dann ist das Thermometer hier. 22 Grad. Na gut, ist ja erst noch relativ früh. Das fällt nur beim Rangieren ein, gell? Erstmal das Thermometer gucken, ne? Das musst du wissen jetzt hier. Beim an der Rampe reinfahren musst du jetzt mal wissen, wie warm es draußen ist. Wir müssen nochmal gucken, durchzug machen hier. Das wird nichts. Oh, ein bisschen eng hier nach vorne hin. Oder? Uiuiuiui. Ein Haar, das wird nix. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So, nur noch zurückfahren. Ein Stückchen nach rechts müssen wir noch. Rechts sehen wir noch grünes Tor. Das haben wir links nicht gesehen. Jetzt sehen wir links grünes Tor, aber rechts nicht mehr. Don, was machst du? Jetzt klappt's. Jetzt. Ja. Ja. Wenn so Kräuter stehen würden. Ich glaube, stehen wir sogar. So. Geil. Gut, haben wir das auch geschafft, siehst du? So schnell geht's. 9.45 Uhr hat man gesagt. Wie heißt das Nest hier? Venedig. Venedig. Mit G, ne? Machen wir ein I dahinter. Wie ganz dumm. So. Kilometer. 1237. 1237. Und es waren jetzt 7 Stunden. 7 Stunden Fahrzeit. Da haben wir nicht mehr viel. Bald Feierabend. Gut. Da würde ich sagen, abladen. Nächste Folge sehen wir uns dann leer hier wieder. Oder die haben sogar vielleicht noch was zum Laden für uns.
Dann sehen wir uns wieder beladen hier wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, fahrt schön rechts, grüßt die Leute, macht's gut. Ciao. Oh, wie komme ich jetzt hier hoch, ey? Yes!